mit Löten und wir montieren den Hausanschlusskasten und montieren eine Unterverteilung, bauen dann noch eine Lampe und einen Schalter mit dran, sodass die mal so ein bisschen sehen, wie der Strom ins Haus kommt und wie der im Haus auch weiter verarbeitet wird. Ja, vom Hausanschlusskasten bis zur Lampe sozusagen. Hier wird gerade ein Weihnachtsbaummodell gelötet, was dann nachher im Takt der Musik blinkt, die dazu läuft oder die man dazu abspielen kann. Genau. Ja, ich weiß nicht, was wollen wir machen? Als erstes mal drüben in der Werkstatt gucken, da ist die meiste Action. Mit dem Schwarzen nach ganz links. Das heißt, wir drehen unsere Reserve nach rechts. Wenn wir jetzt hier machen, kannst du dir einfach abreißen. Einfach für die Reserve nach links. Du drückst dir die Aare jetzt da hinten mal rein, wo hier diese Klemme da hinten ist. Das kannst du jetzt mal mit den anderen haben. Jetzt musst du von unten in diese Schelle da weiter rein. Braun kommt jetzt hier drauf, das biegst du auch nach rechts. Du musst nochmal nach ganz unten bei der Aare. Alles gut, was ja, du hast schon genau die richtige Technik hier. Mache ich auch immer mit der Hand draufdrücken und dann mit der anderen Hand drehen. Janni, hast du was gezeigt? Dann guckst du immer ein bisschen mit, ob hier unten jetzt in die Leere eingeklemmst oder nicht, oder das sieht gut aus. Ja, genau. Dann macht ihr hier so einen Zirkel, dass jeder. Das ist ja ein Elektronikgerät. Ja. Das könntest du dir vorstellen, auch später mal so eine Ausstellung? Ja, schon. Ja, okay. Und von welchem Punkt kommst du? Aus der MPS Gottesheim. Ja, genau. Dann kannst du ja. Erstes Ausbildungsjahr. Elektriker für Energie- und Gebäudetechnik. Ich sag mal, vor Auszubildenden, das ist ein bisschen was erklären, macht Spaß. Genau, macht Spaß, ja. Das ist auch so ein bisschen auf Augenhöhe. Ja, genau. Genau. Im Beruf, also jetzt. Ja, genau. 1.8. genau. Ja. Und macht er das gut? Genau. Jo. Ich bin soweit zufrieden. Vierter Tag ist dann IT. Genau.